Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge hier bei Space Engineers auf MicroHazard TV. Ich bin der Eisbären und begrüße euch zusammen mit dem Heiko. Hallo. Ja, und wir sind natürlich nicht allein, denn letzte Folge war ja auch schon dabei, denn der Dynamic ist auch wieder da. Yep. Hallöchen. Ja, so, Dynamic, der ist da, versucht da erstmal seinen Lander erstmal auseinander zu pflücken. Und ja, ich versuche. Dynamic, ich muss mal dazu sagen, hat bisher das Spiel hauptsächlich, glaube ich, nur im Kreativmodus gespielt, ne? Hauptsächlich. Und auch erst seit einer Woche, ja. Also, und auch erst seit einer Woche. Ja gut, im Kreativmodus hast du ja schon einiges gebaut. Jetzt kommt natürlich noch dazu, dass du halt im Survival-Modus natürlich noch auf einige Sachen achten musst, wie Sauerstoff zum Beispiel. Also gut, wenn du den Helm aufmachst auf der Erde, soll das kein Problem sein. Aber auf deine Energie musst du natürlich achten, auf deine H2 musst du achten. Und natürlich, du musst zum Bauen Komponenten verwenden und kannst nicht einfach die Blöcke so direkt platzieren. Du musst halt die Blöcke ja, auch alle fertig schweißen. Gecheckt, ja. Ja, das ist mir klar. Ich sage es ja nur gerade so, ja? Ja, ich weiß. Ich sage ja nie, dass du von dem Spiel keine Ahnung hast und blöd bist. Nee. So, gut. Wir werden jetzt den Keller weiter bearbeiten und müssen allerdings jetzt, wie gesagt, ein bisschen bremsen, was die Stahlplatten angeht, weil ansonsten können wir Raffinerie vergessen und Assembler auch und das wäre natürlich ungünstig. Ich habe mittlerweile Eisen, also... Das ist schön, dass du Eisen hast. Ich nicht. Sollte ich den Assembler jetzt schon abbauen oder erst später? Assembler kann er eigentlich gleich abbauen. Kannst du machen, aber ich würde empfehlen, eigentlich direkt wieder aufzubauen, weil den brauchst du eigentlich relativ weit am Anfang schon wieder. Also ich habe ihn noch nicht wieder aufgebaut, Heiko, und ich brauchte ihn bisher noch nicht wieder. Ich auch nicht, aber ich werde ihn gleich brauchen. Ja, siehst du? Also so bald brauchst du ihn jedenfalls nicht, weil du eigentlich eine Menge Komponenten ja aus dem Schiff rauskriegst. Du musst natürlich immer darauf achten, dass dein Inventar nicht voll wird, ne? Also wenn es voll ist, dass du aufhörst, dann zu flexen quasi. Mhm. Weil ansonsten fallen die Sachen runter. Und dann können sie die jetzt bauen. Ja, je nachdem wie dein, vor allem je nachdem wie dein Terrain, also ich weiß nicht, wenn deine Bodenbeschaffenheit ist, fliegen die Sachen sonst wohin. Weil die tun natürlich der Schwerkraft hinterher. Hui, ne? Wenn du zum Beispiel irgendwo an einem Berghang bist, dann fliegen die halt auch den Berghang runter jedenfalls oder so, ja. Dann hinterher rennen ist da ungünstig. Kommt nicht so gut. Ist wie im wahren Leben, wenn man hinterher rennt, was einem runtergefallen ist im Wind und der Wind es davon trägt. So ein 10-Euro-Schein aus der Hand gefallen. Letztens hatte ich eine bei mir hier in der Ecke, der ist ein 20-Euro-Schein runtergefallen. Ne? Die lief so vor mir und holt sie aus der Tasche raus und da fällt ein 20-Euro-Schein runter. Ne? Ich hätte es umgekehrt. Ich habe einen 20-Euro-Schein gefunden. Auch nicht mehr. Na, ich habe ihn ja auch gefunden, demzufolge, bei ihr ist er ja runtergefallen. Ja. Ich habe ihn gefunden, aber da es nur direkt vor mir war und sie ja noch vor mir lief, habe ich ihr den natürlich wiedergegeben. Ne? Ich bin ja so nett, ne? Bei mir lag der tatsächlich schon länger dann da. Ja gut, das ist was anderes, hätte ich auch mitgenommen, aber... Naja, da weiß der nicht mehr, wen der gehört, da kann ja jeder kommen und sagen, es ist meiner. Ne, aber da habe ich dann wirklich, entschuldigen Sie, stopp, hat gar nicht wahrgenommen erst, ne? Ich so, hallo, hinterher gerannt dann schon fast quasi, ja, und dann so, ach so, ja, also, ja, hier, Sie haben da was verloren. Ja. Hätten mir wenigstens so 50 Euro Finderlohn geben können, ne? 20 Euro, ja. Natürlich, hallo, muss ich doch lohnen. Aber wie sagt man immer so schön, jeden Tag eine gute Tat, wa? Also, das Assembler-Grundgerüst steht. Ja. Ja. Und also für die meisten Blöcke brauchst du halt Stahlplatten, um sie also platzieren zu können, ne? Ja, mit dem, oder interne Verzauberung. Ich sag der für die meisten, ich sag nicht für alle. Ja, aber das sind die größten Ressourcen, die du generell brauchst. Jetzt habe ich und nicht genug Hardfire, um da hochzukommen. Da musst du zur Rahmenstation und auffüllen. Ja, die ist ja im Schiff und da komme ich gerade nicht hoch. Wow. Und was ist mit die Rampe da? Kommst du nicht rauf oder was auf die Rampe? Kann ich springen, wie ich will, da komme ich nicht hoch. Dann hast du schlecht geparkt. Das ist natürlich schlecht, weil wie will man. Du könntest jetzt versuchen mit Blöcken, die du. Mit. Hast du noch ja. Ein paar Stahlplatten im Inventar? Ja, zufällig. Dann könntest du versuchen, dir mit so ein paar. Ich weiß ja nicht, wie hoch das jetzt ist, aber könntest du versuchen, mit so ein paar Blöcken dir noch da so eine Art Rampe zu bauen, dass du da selber rankommst.
dass du dir quasi eine Art Rampe platzierst mit so ein paar Blöcken einfach. Yep. Ist auch mal so eine gute Lösung noch. Ist nur die einzige Lösung dann noch überhaupt. In dem Moment. So, auch einer rechts angefahren. Ist gut. Meine nicht, weil ich hab noch keine. Ich meine, verarbeitet euren Uran. Aber ich werde sie auch gleich, ich werde sie auch gleich platzieren, glaub mal. Keller wolltest du dahin haben, oder? Oder brauchst du die hoch? Na, erstmal kommt sie in den Keller, später wird sie, weil das wird ja hier ein Gebäudekomplex, ja, es wird ja nicht nur ein Gebäude. Später kommst du in ein anderes Gebäude rein. Da gibt's dann extra ein Produktionsgebäude, Heiko. Ich hoffe, dass meine Raffinerie jetzt mit dem Produzieren hinterherkommt. Also ich hoffe, dass sie mehr Uran produziert, als dass der Strom ausgeht. Och, naja, wenn du eine Raffinerie hast, die Uran produziert, dann ist das eigentlich kein Ding. Solange du nicht so extrem viel Strom verballerst, ist das eigentlich kein Ding. Und ich glaube nicht, dass du in dem Stadion schon so viel Strom verballerst. Läuft nur die Raffinerie bei mir. Hä? Bei mir läuft nur die Raffinerie. Das schafft sie locker. Die Raffinerie verbraucht pro Stunde 0,56 Kilo Uran. Sehr gut. Du kannst es etwa so rechnen, Heiko, 1 Kilo Uran ja. ist eine Megawattstunde. Da er aber nur 560 Kilowatt verbraucht, ohne Module, ich nehme an, du hast keine Module dran. Nein. Dann verbraucht sie also 560 Kilowatt. Da sie das allerdings auch wieder pro Stunde verbraucht, ne? Hast du also 560 Kilowattstunden und demzufolge tut sie anteilig halt 0,56 Kilo Uran, also 560 Gramm Uran verbrauchen. Okay. Das ist ja so eine ganz einfache Rechnung eigentlich, dass sie so 1 Megawatt 1 Kilo. Wenn du allerdings gerade im Schiff zum Beispiel durch Triebwerke und so mal eben schnell einen Verbrauch hast von 100 Megawatt, ja, dann hast du ein Problem. Dann würde sie 100 Kilo in einer Stunde verballern. Und in 6 Minuten demzufolge 10 Kilo. Ne? Also ich bin glaube ich momentan der weiteste von uns, oder? Relativ. Alles relativ. Dafür, dass ich zweimal neu starten musste? Also einmal neu starten musste? Ne, zweimal, weil das andere Schiff respawned ist. Das andere war auf dem Motor, dann ist die irgendwie schief gegangen. Also mit meinem dritten Schiff hatte ich doch ganz schön gut Erfolg. Ja. Hätte ich jetzt mal die. Ich glaube, die Bodenplatte schweiß ich als nächstes. So, dann werde ich jetzt mal erstmal provisorisch eine Raffinerie platzieren. Warum nur provisorisch? Weil, also wie gesagt, sie ja nicht in den Keller soll, soll ja woanders hin. Ja, stimmt, ja. Warum weil ich aber jetzt nicht das Material habe, um nicht noch ein zweites Haus zu bauen, mal eben schnell. Und ich auch noch gar nicht weiß, wo das hinkommen soll, weil ich erstmal das Haus fertig hätte. Gerne, ne, ja. Kommt die erstmal provisorisch hier hin. Erklärung ja. Genug, Heiko? Ja, ja. Danke. Ich glaube, ich soll mal gucken, was ich brauche, um... Also, mir fehlt eigentlich nur Platin für die besten Werkzeuge, ne? Für die besten, ja. Ich habe ja so gut wie alle anderen Ressourcen hier im Umkreis von 5 Kilometern. Ich überlege schon, ob ich mir die Elite, quasi die Profi-Werkzeuge wenigstens zuschaffe, weil dafür brauchst du bloß Silber. Und Silber könnte ich mir über die Flaschen holen. Ich bräuchte nur eine Flasche zerlegen, glaube ich. Ich habe hier ein bisschen Silber. Ja, du hast Silber, ich aber nicht. Merkt ihr, wie angeberisch Heiko mit seinen Ressourcen ist? Naja. Ganz schlimm, ganz schlimm. Nur am Angeben hier. Du bist der richtige Angeber hier. Müssen wir tatsächlich einfach Platin besorgen dafür. Nein, Quatsch, einfach Silber besorgen. Jetzt habe ich nämlich noch nicht da. Aber die könnte ich mir auch schon machen, oder? Silizium, Kobalt und Nickel. Haha, das ist Kobalt und Nickel noch. Habe ich auch noch nicht abgebaut. Auf jeden Fall mit dem Schiff nochmal los und von jedem ein bisschen was besorgen. Ich bereite schon mal meine Luftschleuse vor. Wozu steht hier eine? Da ist halt nur was drin. Wo steht was? Da ist nichts drin. Ja. Eine Zeitschaltuhr ist da drin. Ach so.
Hersteller, die nicht belegt ist. Nö, die ist nur so verbaut. Was hätte ich auch machen sollen? Keine Ahnung, vielleicht irgendwas. Vielleicht das hier irgendein LCD aktualisieren oder so, weiß ich ja nicht. Nö, ja. Die ist nur, genau wie der programmierbare Block, der da verbaut ist, der ist auch nur so da. Der macht, einfach nur, damit man Material hat. Ja? Hä? Einfach nur, damit man Material hat. Ja, ist so ein bisschen, ne? Du kannst da glaube ich einiges ausprobieren mit dem Teil. Du kannst echt die Zeitzeit Ursprung testen, du hast fast viele technische Blöcke schon drin. Ja. In dem Ding. Sollte ich den Generator jetzt abbauen und zuerst zu Uran rausnehmen und dann umbauen, oder? Den Reaktor kannst du rausnehmen schon, aber aus Uran vorher rausnehmen, ja. Ja, Uran rausnehmen, Reaktor abbauen und auf die Plattform stellen. Ja, und Uran wieder rein, logischerweise. Jo. So, ich habe den ersten Lüfter gebaut. Der mir allerdings noch nichts nützt, gar nichts, wirklich null. Weil der Raum, wo er ist, noch lange nicht zu ist, aber... Bei mir bringt Lüfter auch gar nichts. Warte, hast du den Lüfter in den Keller gesetzt oder was? Natürlich. Zählt eigentlich ein luftdichter Raum auch so, wenn man, sag mal, ja, das untere keinen Boden drin hat, sondern einfach nur die Nein, Erze? Leider nicht. Schade. Leider nicht. Du musst dir vorstellen, das Erz ist, der Boden ist so porös, dass die ganze Luft da entweicht. Yippie, mit Haarspalt. Zum Glück ist im Dings was hier nicht draußen. Ja, Heiko, ist leider nicht so. Finde ich auch schade, muss ich dazu sagen. Hätte ich auch gerne. Dass der Boden das schon abdichtet. Einfach nur, aber tut er leider nicht. Ja. Ich habe gerade von Inventarfolge geredet. Das Zeug ist gerade auf den Boden gefallen. Zum Glück nicht draußen, sondern drinnen. Da musst du aufpassen, dass das nicht voll wird. Ja gut, der Inventar, dass das ein bisschen was auf dem Boden fällt, das kannst eigentlich auch nur auf, kannst auch nur im Schiff haben, weil ja draußen baust du ja nichts ab. Noch Triebwerke zum Beispiel. Ja stimmt, da könnte Und vor allem die Triebwerke, da sind wahnsinnig viele Motoren drin, da muss man mehrmals laufen. Ja. Damit die nicht, ne? So, haben ein paar Schallplatten nochmal eingesetzt, die haben wir erstmal unten noch zwei Blöcke, machen wir noch unten und dann war es das erstmal mit Stahlblöcken, weil wir müssen erstmal gucken, ob wir Eisen finden. Die Sachen sind liegen geblieben, gut. Ups, falscher Block. Sind nicht. Haben die nicht verkrümelt? Nee, so schnell nicht. Weil ja aktuell auch keiner groß Bergbau betreibt, glaube ich, oder? Ach, so. Ja, ich betreibe nur minimal momentan. Ja. Aber wer weiß, was bei Heiko minimal heißt. Nee, Heiko, der Lüfter, den ich gebaut habe, der ist für die Luftschleuse am Eingang. Achso, okay. Den habe ich schon mal vorbereitet. Ja, du brauchst eine Luftschleuse, ich nenne nicht, ne? Ja, ich schon. Jetzt brauche ich Motoren, ja toll, habe ich nicht. Auf der Erde braucht man natürlich. Was brauchst du? Motoren habe ich nicht. Nee, mein Triebwerk. Bau die Triebwerke außen ab, die haben tonnenweise Motoren drin. Okay. Ach, ich könnte auch mal... Warum ist dann noch Strom drauf? Wahrscheinlich du Batterien. Ja, Batterien hast du am Schiff. Drei Stück, ja. Die kannst du aber erst, die kannst du bis zum Schluss stehen lassen, die Batterien. Ja. Aber ich könnte mal ausmachen, oder? Nee, weil dann kannst du an der Krankenstation deine Anzugsenergie nicht mehr auffüllen sonst. Ach, oder du brauchst jetzt die Krankenstation rüber. Das ist ja auch die andere Alternative. Aber dann müsste er den Sauerstoff... Ach nee, den Sauerstoff den braucht er ja nicht. Es sei denn, er braucht zwingend den das H2, dann schon. Ja, würde ich schon gern nutzen, um zu bauen, ein bisschen. Würde ich dir aber auf dem Planeten, wie gesagt, nicht groß empfehlen, das H2 zu verwenden. Oder halt ordentlich Hydrogenflaschen immer mitzunehmen und aufzufüllen. Ich habe ja Eis eigentlich. Also ich habe eigentlich hier genügend Eis, um das auszugleichen. Na, das Problem ist, dass es im Anzug immer wahnsinnig schnell alles ist. Das H2 ist aber das Problem. Dass man das ständig nachfüllen muss. Aber du müsstest mal in den Sauerstoffgenerator reinkommen, da müsstest du noch eine Hydrogenflasche drin haben. Müssen sogar zwei drin sein. Ja, nur eine. Obwohl, nee. Zwei Hydrogen, zwei Sauerstoff. Ja, so. Nee. Also nicht im Inventar gerade. Nee, im Sauerstoffgenerator muss das drin sein. Ja.
Ja, im Gegner. Kann sein, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Genau, Motoren ein Eintriebwerk abbauen. Autsch. Zuerst brauche ich nur noch 16 Motoren und dann steht meine Raffinerie. Sehr schön. Finde ich auch. Dann. Also ehrlich, dafür, dass ich so einen ruckligen Start hatte, ne, weil ich die ganze Zeit von Wölfen angegriffen wurde, der läuft jetzt ganz schön gut. Naja, aber du hast jetzt auch nicht, glaube ich, nicht so stark designmäßig aktuell noch gebaut, wie ich hier schon. Du hast ja schon alles gebaut, ey. Ich habe bisher nur eine Plattform, die im Kreis ist. Deswegen, ich baue ja gleich komplett richtig so, wie ich es haben will und nicht einfach erstmal eine Plattform und gut, weißt du? Ja, die Plattform ist auch so, wie ich sie haben will. Und ich habe da noch nichts aufgesetzt, abgesehen jetzt von den notwendigen Sachen. Ja. Na gut, die Raffinerie steht erstmal provisorisch von der Position her. Das ist jetzt keine Endposition, wo sie jetzt steht. Weil die ist jetzt im Keller erstmal unten verfrachtet. Ich bin gerade am Schweißen. Gut, mein Assembler ist mal fertig. Meine, ja, vielleicht lasse ich die sogar hier unten. Vielleicht lasse ich ja eine hier unten im Keller. So für Notfälle. Reserveraffinerie quasi. Ja, ich mache ja auch keine Wände groß in den Keller rein. Ich mache ja einen großen Raum, Keller, fertig. Weißt du? Ja. Vielleicht trenne ich höchstens den Sauerstoff nochmal ab oder so, die Sauerstoffproduktion. Aber mal gucken. Weiß ich noch nicht. So, jetzt habe ich übrigens noch, wie viel Stahlplatten ich noch übrig habe, nachdem ich die Raffinerie gebaut habe. Hm. Die frisst ja massiv. Habe ich noch. Oh, 864 habe ich noch. Stahlplatten. So, ich nehme erstmal den ganzen Metallabfall hier mit. Sind ja mal schon 10 Tonnen. Und würde ich die Raffinerie abbauen, wenn das Sinn macht? Ja, Raffinerie braucht er ja. Also halt umbauen. Oder nicht? Na, ich brauche meine Raffinerie. Achso, du willst deine jetzt umbauen, meinst du? Ja, ob das hier. Also. Ich würde dir empfehlen, das Ding von oben nach unten abzubauen. Weil du musst immer aufpassen, wenn du irgendwas rausnimmst, dass nicht irgendwas anderes abfällt. Quasi. Logischerweise. Ja, die Raffinerie kann aber eigentlich problemlos rausnehmen. Naja, aber auf der Raffinerie liegen ein Haufen Bodenplatten drauf, ne? Ja, die haben noch woanders festhalten. Und eine Batterie. Ja, die Batterie klemmt immer an. Keine Ahnung. Ja, da fängt's schon an, genau. Bau das Ding ab, wie du willst. Du wirst ja merken, wenn irgendwas schief geht. Solange wenigstens explodiert, ist alles gut. Dann baue ich dann oben die ganzen Bodenplatten ab. Nein, Gott. Gut. Aber ihr habt es ja gehört, die Folge ist schon wieder zu Ende. Und deswegen sehen wir uns hier morgen zur nächsten Folge wieder. Wir verabschieden uns bis dahin und sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, tschüss.